Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Wetter heute ist so bestes Probefahrtwetter. Allerdings mache ich heute keine Probefahrt, sondern wir machen einen Roadtrip. Der erste Roadtrip seit fast einem Jahr. Wir fahren mal wieder in Kurzurlaub und zwar traditionsgemäß Pfingsten geht's auf die Insel, nämlich nach Sylt. Da waren wir jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr. Der Sylt-Trip zu Silvester ist nämlich auch ausgefallen wegen Corona, wisst ihr ja alle. Und ja, heute geht's wieder los, ungefähr 300 Kilometer bis auf die Insel. Erster Zwischenstopp ist in Busdorf beim Supercharger. Und ich bin vor allem gespannt, wie auf der Insel so die Ladeinfrastruktur ausgebaut wurde. Also ich habe gehört, dass da gar nichts passiert ist in den letzten Jahren. Also die paar Lader, die es da seit ein paar Jahren gibt, die wurden einfach nicht erweitert. Es werden aber immer mehr Elektroautos da sein, weil es eben auch immer mehr gibt und vor allem auch Plug-in-Hybride. Und da bin ich gespannt, ob ich da jetzt zu dieser Hochsaison über Pfingsten noch einen Platz finde zum Laden. Für alle Fälle habe ich mein Schuko-Kabel mit, man kann ja nie wissen, aber ich hoffe, das brauche ich nicht. Auf jeden Fall wird es interessant, ich bin schon ganz aufgeregt und ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. So, wir sind unterwegs. Wir sollen mit 19% in Busdorf ankommen. Es sind genau 227 Kilometer jetzt noch und wir brauchen 2 Stunden 17 Minuten. Ich hoffe, dass wir in Hamburg jetzt keinen Stau erwischen, weil wir ja durch den Elbtunnel müssen. Aber es ist noch relativ früh heute am Freitag und wir können es eh nicht ändern. Wir müssen da ja durch. Ja, und sagt mein Tesla mir, dass wir sogar schon mit 30% in Busdorf ankommen, also 30% Rest im Akku. Gestartet sind wir, glaube ich, mit, was haben wir gesagt, 19 oder 17%. Also wir haben jetzt ordentlich aufgeholt, obwohl ich ja eigentlich mittlerweile Tempomat 140 fahre. Und das ist im Prinzip sogar noch ein besserer Wert als letztes Jahr zum Pfingsten. Weil letztes Jahr, ich weiß es noch ganz genau, da bin ich mit 26% Rest in Busdorf angekommen und wir hatten irgendwie 20 Grad Sonne. Und ich bin 135 gefahren mit dem Tempomat. Jetzt haben wir nur noch 13 Grad. Es ist sehr windig. Wir haben sogar Gegenwind. Und ich komme mit 30% an. Na, das ist ja ein Ding. Ich weiß gar nicht, wieso. Naja gut, vielleicht ist der Wagen ja auch windschnittiger, weil ihr erinnert euch, ich habe ja im Oktober eine Keramikversiegelung bekommen bei Jürs Michael Scharnberg. Hallo, schöne Grüße. So, wir sind deutlich schneller in Busdorf angekommen als erwartet. Wir haben nur so rund 2 Stunden gebraucht und vor allem auch nur 20,6 Kilowattstunden auf der Strecke gebraucht für die 233 Kilometer. Und war deutlich weniger als prognostiziert. Angekommen sind wir hier mit 24% State of Charge. War ja mal so bei 30 sogar prognostiziert, aber dann habe ich halt ein bisschen mehr Gas gegeben, bin schneller gefahren, also hinter Hamburg auf der A7. Mehr so zwischen 140 und 150, manchmal auch 170, je nachdem, wie es der Verkehr zuließ. Und so ist das eben, wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist, dann entwickelt man auch so ein bisschen so ein Gefühl für den Energieverbrauch. Und Geschwindigkeit bedeutet natürlich immer höherer Energieverbrauch. Wenn man dann auch Reserve hat bis zum nächsten Ladestopp, dann kann man auch mal ein bisschen schneller fahren. Das ist ja gar kein Problem. Und vor allem kommt man auch schneller an. Ja, Wetter ist heute leider nicht so schön. Wir haben zwar momentan keinen Regen, aber unterwegs hatten wir ein bisschen Regen und es ist nur so 13, 14 Grad. Ist auch ein bisschen windig.
Und jetzt auf Sylt, die Tage hier, die werden ja noch schlechter, also zumindest noch schlechter vorhergesagt. Also 11 Grad und Windstärke 6, also leichte Sturmböen. Wir sind mal gespannt, ob wir da auf Sylt weggeweht werden und wie es am Strand sich so verhält. Ja, jetzt machen wir erstmal kurz einen Stopp. Wir laden mal wieder hoch, so bis auf 70-75%. Und dann essen wir noch was. Hier ist ja auch ein Burger King und wir haben auch Brötchen mitgebracht und der Hund hat schon was gefressen. Also nach einer halben Stunde, schätze ich, sind wir wieder unterwegs. Leute, wir sind jetzt auf dem Zug und zwar dem blauen, also wer sich auskennt, rot oder blau, Deutsche Bahn oder privater Zug und wir haben wieder mal mega Schwein gehabt, denn obwohl bei der Deutschen Bahn die Schlangen riesig waren und teilweise 2 Stunden Wartezeit, haben wir nur kurz in der Schlange gestanden und sind dann quasi auf den blauen Zug direkt drauf, haben vielleicht 20 Minuten gewartet und jetzt geht's ab auf die Insel. Leider regnet es hier immer noch ein bisschen und es ist, naja, 12 Grad warm, in Anführungsstrichen, nicht so wirklich prickelnd. Aber was soll's. Alles in allem, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 2:50. Wir liegen gut in der Zeit und so in einer halben Stunde, denke ich, sind wir dann auf der Insel und in Rantum und dann packen wir mal aus und gehen dann natürlich heute auf jeden Fall noch an den Strand. Scheißegal, wie das Wetter wird, Strand ist immer gut. Wir sind da! Hopp nach oben! Hopp, 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 hopp! Und ein E-Tron ist auch schon da. So, jetzt sind wir einen Tag auf der Insel und das Wetter ist wirklich so wie vorhergesagt, nämlich total beschissen. Also heute war es extrem unterirdisch. Es hat gestürmt oder es stürmt eigentlich immer noch. Jetzt ist es gerade mal trocken, sonst hat es den ganzen Tag geschüttet wie aus Eimern. Wir sind am Strand gewesen, sind von oben, von unten, von links, von rechts nass geworden. Aber okay, das gehört halt dazu. Das ist Nordsee, das ist Sylt. Wenn das Wetter schlecht ist, hast du eigentlich kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung, wie man so schön sagt. Naja, die Ladesituation hier auf der Insel, die ist so angespannt, wie ich es eigentlich gedacht habe. Es gibt hier jede Menge Elektroautos, alles was irgendwie weiterkommt als 200 Kilometer elektrisch, das ist hier auch vertreten. Wir haben hier E-Trons, wir haben EQCs, wir haben Jaguar, wir haben Porsche Taycan und natürlich jede Menge Teslas. Ich weiß gar nicht, wie viel Model 3 ich heute gesehen habe. Die wollen alle laden und auch die Plug-in-Hybride, die halten sich da auch nicht zurück. Die stehen echt mit wachsender Begeisterung an diesen Ladesäulen und blockieren die stundenlang. Das ist ein bisschen nervig und man findet wirklich schweren Platz. Es geht noch, der ein oder andere Ladepunkt ist noch frei, aber man kann sich auch nicht immer auf die App verlassen. Zum Beispiel benutze ich hier die Mobility Plus App und da habe ich heute auch mehrfach erlebt, dass ich einen Ladepunkt anfahren wollte und der war zwar grün, aber da stand halt ein Verbrenner davor. Oder wie hier der Kollege in Kampen, der Porsche Taycan, der hat stundenlang einen Ladepunkt blockiert, ohne zu laden. Und ich finde, das geht einfach überhaupt nicht. Also lieber Kollege, falls du meinen Kanal abonniert hast oder falls du auch nur dieses Video siehst, das macht man nicht. Also du weißt es doch besser. Das ist wirklich nicht die feine elektrische Art, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten, morgen soll es schöner werden, da bin ich gespannt. Und für heute war es das erstmal. Wir sehen uns morgen wieder.
Ja, heute ist es tatsächlich ein bisschen schöneres Wetter. Es scheint gerade ein bisschen die Sonne, aber es ist sehr, sehr windig und immer noch ziemlich kalt, 13 Grad. Aber wir fahren jetzt los an die Sansibar oder zur Sansibar und da ist nämlich eine Corona-Teststation, denn ohne tagesaktuellen Test kann man hier so gut wie nichts machen. Das ist halt Teil des sogenannten Hygienekonzepts hier auf der Insel. Das heißt, wir haben jetzt gleich einen Termin, da lassen wir uns ein Stäbchen in die Nase stecken, testen und dann haben wir den Freifahrtschein, dass wir irgendwo ins Restaurant dürfen oder so. Ja, okay, also es geht los. Ihr habt ja gesehen, die Schlange ist mega. Wir haben jetzt uns gerade testen lassen. Das ging relativ zügig, weil wir einen Termin hatten. Allerdings kommt man jetzt so nicht an den Strand, weil der Strand zu voll ist und auch die Sansibar ist viel zu voll. Da muss man sich ganz hinten in die Schlange anstellen und dann warten, bis man dran sein darf. Und das macht echt keinen Spaß. Wetter ist dafür einfach zu gut, um hier die Stunde jetzt in der Schlange zu verbringen. Das heißt, wir fahren jetzt mal woanders hin und gucken, ob wir da irgendwie so an den Strand können. Ja, hilft ja nichts. Corona ist auch hier und da kommen wir halt nicht drum rum. Dann zum Kap Horn gefahren, hier an die Südspitze von Sylt. Hier ist es relativ leer und man muss nicht in der Schlange stehen, man kann so an den Strand. Leider ist hier die gleichnamige Strandbar Kap Horn auch nur mit negativen Tests zu besuchen und auch nur irgendwie mit einer kleinen Schlange. Aber gar kein Vergleich mit Sansibar und im Prinzip ist es hier genauso schön. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen. In Hörnum ist es wirklich traumhaft gewesen gerade. Und wir haben heute einen super sonnigen Tag und das wird vermutlich der einzige Tag zu Pfingsten sein, wo es so schönes Wetter ist. Morgen ist schon wieder Regen angesagt und 0% Sonne. Das ist ein bisschen schade, aber gut, wir können es auch nicht ändern. Ich hoffe, ihr genießt die Bilder genauso, wie wir das hier jetzt gerade genießen. Und wenn ihr euch fragt, was das für abgefahrene Kameraperspektiven sind, die ich in diesem Video ab und zu verwende, ich habe eine neue Kamera und die habe ich mir tatsächlich selber gekauft, habe ich nicht gesponsert bekommen. Es ist die Insta360 X2, kann man kaum aussprechen, so einen langen Namen. Und das ist eine 360-Grad-Kamera und mit der kann man wirklich sehr, sehr abgefahrene Videos drehen. Und ich hoffe, es ist nicht too much. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das beim nächsten Mal ein bisschen reduzieren. Aber auf jeden Fall macht das Ding total Spaß und naja, ihr habt es ja gesehen und ihr werdet sicherlich im Laufe dieses Videos noch das ein oder andere Motiv hier mit dieser Kamera erleben. Aber das ist jetzt was ganz am Rande und jetzt werden wir erstmal einen Kaffee trinken und dann geht es gleich nochmal an den Strand, weil Wetter ist total klasse und das müssen wir heute unbedingt noch ausnutzen, denn den Rest des Urlaubs werden wir die Sonne hier auf Sylt wohl nicht nochmal sehen. Ja, heute sind wir in Rantum an der Strandbar Samoa oder auch Seepferdchen und hier ist nämlich Porsche Event das ganze Pfingstwochenende und hier stehen 10 Porsche Taycan in allen möglichen Farben. Einer schöner als der andere, muss ich sagen. Echt geil, man kann die alle Probe fahren. Leider ist für heute schon alles verbucht, das heißt, ja, morgen fahren wir schon wieder, das heißt, ich komme hier nicht zum Zuge. Gestern war es auch brechend voll, aber gestern bei dem schönen Wetter hatten wir echt was Besseres zu tun, als Porsche zu fahren.
Da ist Strand dann doch besser als Porsche Taycan. Naja, nichtsdestotrotz, so viel Porsche auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen. Und die Strandbar Samoa hier ist auch Porsche, was weiß ich, Werbepartner, glaube ich. Und die werden auch von Porsche gesponsert, haben auch zwei Porsche 22 kW-Säulen hier stehen auf ihrem Dünenparkplatz. Da habe ich auch schon des Öfteren geladen, das ist auch kostenlos, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr denn einen freien Platz kriegt, jetzt haben natürlich die ganzen Taycans die beiden Ladesäulen belegt, das heißt 10 Porsche Taycans mit zwei Ladesäulen aufladen mit 22 kW, das dauert halt auch schon ein bisschen. Ne? Und da haben die Promoter hier eine Menge zu tun und die parken auch einen Porsche nach dem anderen ständig um und fahren in die Ladesäule, damit die wieder voll sind für die ganzen Leute, die heute Probe fahren wollen. Naja, okay, jetzt gehen wir erstmal an den Strand. Hier ist ja auch ein super Strandabschnitt, wobei auf Sylt ist ja der Strand immer geil, weil 40 Kilometer Sandstrand, ich meine, wo hat man das schon? Ja, das war unser letzter Tag hier vom Pfingsturlaub und jetzt hat es auch angefangen zu regnen. Also damit muss man halt immer rechnen auf der Insel hier. Wetter war diesmal leider nicht so schön, trotzdem war es noch sehr entspannt. Auch die Ladesituation am Ende war es dann doch völlig okay, muss ich sagen. Ich habe immer einen Platz gefunden, wenn ich laden wollte. Es ist auch so, dass ich hier auf der Insel so am Tag so durchschnittlich 10-15% von meinem Akku verfahre, also auch gar nicht mehr. Und da muss man eigentlich auch überhaupt nicht wirklich ständig laden. Aber trotzdem habe ich natürlich, wie viele auch, das Motto, steht er, dann lädt er. Und wenn ich schon irgendwo parke, dann will ich natürlich auch ein bisschen Strom in den Akku kriegen. Und ich parke ja meistens auch nicht lange. Also wir sind jetzt nie stundenlang an einem Ort gewesen, sondern immer so ein bisschen hin und her gefahren. Also wenn ich mal eine Stunde irgendwo stehe oder maximal anderthalb, dann war das schon viel. Und das hat aber natürlich völlig gereicht hier mit den 22 kW Ladern. Mein Auto kann ja auch nur 11 kW laden an Wechselstrom. Um den Akku immer so um die 50% zu halten. Und wie gesagt, morgen geht es dann zurück nach Hause und da machen wir dann den ersten Ladestopp auf der Rücktour und den einzigen Ladestopp auch bei Bußdorf, beim Supercharger. Und das reicht dann auch für die Rückfahrt. Ja, und jetzt holen wir noch ein bisschen was zu essen. Ich muss ein bisschen durch den Regen kämpfen hier und der Wagen ist voller Sand, vor allem auch durch den Hund, will ich ein bisschen aussaugen. Und dann sehen wir uns morgen wieder und ihr seid auf der Rücktour natürlich wieder dabei. Myla, komm! So, wir sind jetzt wieder auf dem Festland. Wir mussten in Westerland leider ein bisschen warten, weil ein blauer Zug irgendwie ausgefallen ist. Der 11.30 Uhr Zug, der fuhr einfach nicht. Da haben wir dann den 12.30 Uhr Zug genommen. Aber ansonsten sind wir jetzt wieder unterwegs und wir haben noch 50% im Akku. In Bußdorf werden wir dann wahrscheinlich so mit 26 oder so 27% wieder ankommen. Völlig locker und da machen wir dann ein bisschen länger Pause, laden wieder bis 90% hoch, weil vor Hamburg haben wir einen Stau
vom Elbtunnel. Das sind mindestens 11 Kilometer stockender Verkehr. Dauert über eine Stunde. Und damit wir dann nicht noch irgendwo anders anhalten müssen, laden wir das Auto halt im Booster voll und fahren dann in einem Rutsch durch das Bremen. So, Supercharger Buhsdorf wieder mit 26% angekommen und wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten Zeit, weil wir auf 90% hochladen wollen. Und da werden wir uns jetzt hier einen Burger gönnen vom Burgerkönig hier. Myla muss was zu fressen kriegen und wir müssen einmal alle auf Toilette, weil uns vor uns liegt in Hamburg halt mindestens eine Stunde oder sogar anderthalb Stunden Stau vom Elbtunnel. Und da ist Toilette vorher wirklich ratsam, kann ich euch nur sagen aus eigener Erfahrung. Und in den 40 Minuten schaffen wir das gerade so alles und ja, dann geht es eigentlich sofort wieder los. Ja, so entspannt müssen Ladepausen sein, ne? Leute, das war echt eine beschissene Stressfahrt. Ich bin fix und fertig. Wir haben es jetzt gerade 8:30 Uhr. Das heißt, wir sind, wann sind wir losgefahren? Wir sind um 10 Uhr losgefahren. 10,5 Stunden haben wir gebraucht von Westerland bis nach Bremen. Grund war nicht nur die Wartezeit in Westerland vor dem Zug, sondern Hauptgrund war eben, dass der Elbtunnel dicht war. Und zwar war nur eine Röhre frei, also für nach Nord und nach Süd den Verkehr. Also für jede Richtung nur eine Spur, weil irgendwie eine Röhre sowieso gesperrt war und bei der zweiten Röhre war dann irgendwie eine Behelfsbrücke abgesackt und da waren 25 Kilometer Stau vor Hamburg. Dann hat uns das Navi durch Hamburg durchgelotst, weil das ja angeblich schneller sein sollte. Ja, Pustekuchen. Wir sind fast 4 Stunden durch Hamburg gekrochen und ja, dann irgendwann haben wir es geschafft und waren durch, sind dann über Elbbrücken. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip 8:30 Uhr und das war echt eine bescheuerte Fahrt. Na gut, also trotz der 4 Stunden durch Hamburg hat das Elektroauto echt einen guten Job gemacht. Ich bin jetzt hier mit 7% angekommen und eigentlich hätte ich 24% oder 25% haben sollen. Aber dadurch, dass die Strecke durch Hamburg irgendwie 50 Kilometer mehr war als ursprünglich geplant, da sind halt wieder ein paar Prozente flöten gegangen, ne? Ja, gut. Der Urlaub an sich war wie immer natürlich traumhaft. Sylt ist eine schöne Insel. Trotz des schlechten Wetters haben wir es immerhin genossen. Die Rückfahrt war leider nicht so schön, aber nichtsdestotrotz. Ja, nochmal Fazit zu meinem Tesla Model S 75, Baujahr 2016. Der Wagen ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit dem Wagen einen Roadtrip mache, dann liebe ich es. Ich genieße es einfach. Der Wagen ist extrem groß und geräumig. Der ist leise. Er ist unheimlich effizient. Das heißt, man kommt da total weit mit. Trotz dem kleinen Akku. Er hat ja 75 Kilowattstunden nominal. Aber ich weiß aus meinen eigenen Messungen, dass ich nur noch so rund 66 Kilowattstunden nutzbar habe. Ein bisschen Degradation und so ist ja dabei nach 5 Jahren. Aber trotzdem, damit komme ich über 300 Kilometer auf der Autobahn und das bei Tempo 130, 140. Das macht einfach Spaß, abgesehen vom kostenlosen Supercharging und dem wahnsinnig tollen Supercharger-Netzwerk von Tesla, was ja nun überhaupt keine Probleme verursacht. Also einfach losfahren, keine Gedanken machen, der Rest macht das Auto für dich. Also es macht einfach Spaß und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.